Ich heiße Sie, sehr verehrte Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe des Regionalmagazins hier im Elbe-Kanal. Herzlich willkommen. Wir starten in eine neue Woche und ich darf Ihnen am heutigen Montag, den 26. Oktober 2020, folgende Themen vorstellen. Hashtag modern denken. Startup-Unternehmen 3DQR stellt seine innovative Technik vor. Impressionen. Wir präsentieren Ihnen den bunten Schönebecker Herbst und Autopflege. Wann wechselt man von Sommer auf Winterreifen? Bevor wir unsere Sendung starten, möchten wir uns sehr herzlich bei Christian Hofer bedanken, der uns dieses Zuschauerfoto zugesendet hat. Idyllischer Sonnenuntergang an der Elbe. Wenn auch Sie ein schönes Herbstfoto haben, dann freuen wir uns auf Ihre Zusendung an redaktion@elbemedien.de. Und nun beginnen wir unsere Sendung mit einem echten Wahrzeichen im Land Sachsen-Anhalt, das Preziner Wehr. Die Anlage hat nun schon seit 145 Jahren seine Dienste geleistet und dies wurde mit einer Jubiläumsfeier heute gewürdigt. Das Preziner Wehr gilt als Wahrzeichen und architektonische Meisterleistung. Seit nun 145 Jahren diente die Anlage den Einwohnern von Magdeburg, Schönebeck und den anliegenden Gemeinden zum Schutz vor Hochwasser. Dies nahm Burkhard Henning, Direktor vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt, zum Anlass zu einer Jubiläumsfeier am heutigen Montag, den 26. Oktober 2020, einzuladen. Einige Gäste kamen trotz regenreicher Wetterverhältnisse dieser Einladung nach. Darunter Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie in Sachsen-Anhalt, Claudia Dalbert, Landrat Markus Bauer und Oberbürgermeister Bert Knoblauch. Neben einem Anriss der Geschichte um das Preziner Wehr wurde die Anlage besichtigt und zur Anschauung in Betrieb genommen. Eine ausführliche Berichterstattung über das Jubiläum 145 Jahre Preziner Wehr folgt in den kommenden Tagen. Wie bereits angekündigt, nehmen wir in einer der folgenden Sendungen das 145 Jahre alte Wehr noch genauer unter die Lupe. Und nun zu einem wichtigen Thema, wie man bereits an den fallenden Temperaturen sowie Blättern erkennt, der Winter naht. Und wir zeigen Ihnen nun, wann und wieso Sie auf Winterreifen wechseln müssen. Mit der kälter werdenden Jahreszeit kommt für Autofahrer jedes Jahr wieder das Problem des Reifenwechsels auf. Wenn es um den perfekten Zeitpunkt oder die Notwendigkeit für den Wechsel geht, bleiben viele meist ahnungslos. Wir haben bei G&R Automobile in Schönebeck nachgefragt. Alleine schon für die Sicherheit ist es wichtig, da die Winterreifen natürlich eine ganz andere Haftung haben im Winter, dank der weicheren Gummimischung. Ist es tatsächlich vonnöten, weil das tatsächlich der einzige Kontakt zur Fahrbahn ist. Sprich Bremsen, Lenken. Ist es natürlich sehr wichtig, dass der Reifen auch funktioniert. Aber wann sollte denn ein Reifen gewechselt werden? Also die Regelung von Oktober bis Ostern ist schon nicht so schlecht. Grundsätzlich hört man ganz oft die Aussagen von den Kunden, dass ja noch gar kein Schnee liegt und ich brauche keine Winterreifen. Fakt ist, ich sag mal, wenn die Temperaturen irgendwo unter 10 Grad sinken, dann ist der Winterreifen definitiv schon der bessere. Also es geht dabei nicht um Schnee, sondern einfach um die kalten Temperaturen und wie gesagt, vor den Anschnittwochen schon die weichere Gummimischung. Wenn man seine Reifen wechseln möchte, sollte man im Voraus einen Termin vereinbaren, da in der Rädersaison eine große Nachfrage besteht. So kann man sich rechtzeitig den wechselnden Wetterverhältnissen anpassen. Grundsätzlich haben wir relativ großen Kundenstamm, das heißt, es wäre schon schön, wenn wir da einen Termin machen, weil dann haben wir auch Zeit für Ihr Fahrzeug. Und es ist ja auch so, dass wir beim Reifenwechsel nicht stur einfach nur die Reifen wechseln, sondern auch gleich mal einen Rundumcheck machen, gleich mal mit runter gucken, weil das macht der Kunde ja selten, unter sein Auto gucken. Und wenn wir den einmal auf der Bühne haben, nehmen wir eigentlich die Möglichkeit für den Kunden immer gleich, dass wir gleich mal mitgucken und eventuelle Mängel noch hinweisen. Von daher wäre es dann schon schön, wenn wir auch ein bisschen Zeit hätten, sprich einen Termin vorher abstimmen. Auch die Zeit, welche für einen Reifenwechsel benötigt wird, ist bei G&R grob vorgeschrieben. Nicht länger als 30 bis 45 Minuten sollte das Ganze dauern, vorausgesetzt es werden keine zusätzlichen gravierenden Mängel entdeckt. Neben dem Wechsel von Reifen bietet G&R Automobile noch viele weitere Dienstleistungen zum Thema Reifen an. Unter anderem das saisonale Einlagern, welches viele Vorzüge mit sich bringt. Der Vorteil, wenn Sie die Reifen bei uns einlagern lassen, wäre zum einen, dass Sie das nicht schleppen müssen in den Keller, den Platz nicht voll stapeln im Keller. Und der zweite Vorteil ist einfach, dass wir kurz vor der Reifensaison
für unsere Kunden, die hier eingelagert haben, die Räder nochmal prüfen. Das heißt auf Profilstärke, eventuelle Beschädigungen und so weiter. Und den Kunden dann vor der Saison noch informieren, dass er vielleicht zur Saison neu bräuchte. Dann bereiten wir das soweit vor und wenn dann die Saison ins Haus steht, dann ist das alles vorbereitet. Dann braucht es bloß noch dran gesteckt werden und dann ist das für den Kunden, dann muss er auch nicht so lange hier ausharren, sondern dann geht das relativ zügig. Und wenn der Kunde das möchte, wuchten wir dir noch aus, was sich natürlich auch immer anbietet, da ja, wenn der Gummi sich abläuft, auch mal eine Unwucht in den Reifen kommen kann, weil er nicht immer zu 100% gleichmäßig abläuft. Und dann haben wir wieder Vibrationen im Lenkrad, in der Achse, die sich wieder übertragen. Es schlagen Bauteile aus. Das heißt, A, fürs Fahrgefühl, dass das Lenkrad schön ruhig in der Hand liegt und B, natürlich auch für die Sicherheit, dass da nichts ausschlägt oder ist das schon eine gute Idee, das einfach mitzumachen. Ja. Nach mehrjährigem Gebrauch der Reifen kann es gut sein, dass sie Schäden wie Risse oder Porosität aufweisen. Durch eine angemessene Einlagerung kann hier etwas mehr Zeit gewonnen und somit Geld gespart werden. Es kommt natürlich dabei auch immer so ein bisschen auf die Lagerung an, aber ich sag mal grundsätzlich so nach 6 Jahren sollte man das nochmal kritisch prüfen. Meistens sieht man dann auch schon, dass die Reifen dann irgendwo porös werden oder Risse bilden. Dann ist natürlich für die Sicherheit das schon nicht mehr so gut, dann sollte man da auch reagieren. Aber ansonsten, wenn die Reifen jetzt tatsächlich nur im Dunkeln lagen, kann man da tatsächlich auch noch länger, vielleicht 1-2 Jahre fahren. Wenn das Thermometer also unter die 10-Grad-Marke rutscht, ist es Zeit für einen Wechsel zu Winterreifen. Mit einer passenden und funktionstüchtigen Bereifung können Sie sich und andere besser schützen und zur allgemeinen Verkehrssicherheit beitragen. Eine Eilmeldung kam ebenso noch herein. Der Salzlandkreis hat nun eine Allgemeinverfügung beschlossen, da der Inzidenzwert die 35 überschritten hat. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in unseren Kurznachrichten. Die Nachrichten werden dir präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Du suchst eine Wohnung? Das Team Junges Wohnen ist dein Ansprechpartner für die erste eigene Wohnung. Telefon 786 456. Die Infektionszahlen im Salzlandkreis sind über das Wochenende stark angestiegen. Nach Angaben des zuständigen Fachdienstes Gesundheit sind seit der jüngsten Meldung vom vorigen Freitag 40 neue Fälle hinzugekommen. Der Inzidenzwert liegt bei 38,74. Landrat Markus Bauer hat deswegen zum Schutz der Bevölkerung eine bereits vorbereitete Allgemeinverfügung erlassen. Die darin enthaltenen Regelungen treten am Dienstag, den 27. Oktober um 0 Uhr in Kraft. Die Allgemeinverfügung gilt zunächst bis zum 15. November 24 Uhr. Nach der Allgemeinverfügung ist unter anderem im öffentlichen Raum dort Maske zu tragen, wo der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Das gilt auch für die Schulen außerhalb des Klassenraums. In Kindertagesstätten müssen erziehungsberechtigte Personen und Besucher eine Maske tragen. Begrenzt werden zudem die Teilnehmerzahlen sowohl öffentlicher als auch privater Veranstaltungen. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen müssen generell Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden. Eine Sperrstunde ist zunächst nicht vorgesehen. Weitere Informationen wie Öffnungszeiten der Test- und Fieberzentren im Salzlandkreis, Verhaltensregeln oder rechtliche Grundlagen finden Sie auf der Internetseite des Salzlandkreises www.salzlandkreis.de/corona. Dort werden auf dem Dashboard regelmäßig die aktuellen Fallzahlen sowie der Inzidenzwert dargestellt. In Sachsen-Anhalt können Sportvereine und Verbände zusätzliche finanzielle Unterstützung beantragen, wenn sie durch die Corona-Pandemie vorübergehend in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind, die ihre Existenz bedrohen. Hierfür stehen gegenwärtig 1 Million Euro Landesmittel zur Verfügung. Mit der Gewährung der Billigkeitsleistungen sollen insbesondere kleinere, ehrenamtliche geführte Sportvereine in ihrer Existenz gesichert werden. Die entsprechenden Richtlinien des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt sowie das Antragsformular sind auf der Homepage des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt, das Bewilligungsbehörde ist, unter Corona-Hilfen Sport aufrufbar. Mit Wirkung vom Montag, dem 26.10., kommt es auf den Linien der KVG Salzland zu einer Fahrplananpassung. Es wird damit auf Wünsche und Hinweise der Fahrgäste reagiert, die seit dem Fahrplanwechsel am 1. August eingereicht wurden. Auf folgende Änderungen soll besonders aufmerksam gemacht werden. Auf der Linie 132 wird die Fahrt um 5.40 Uhr ab Barbie nach Schöneweg jetzt auch in den Ferien angeboten. Erstmals also in den Weihnachtsferien ab 21.12. Eine Zusammenstellung aller Fahrplanänderungen sowie die geänderten Fahrpläne finden Sie auf der Homepage der KVG Salzland www.kvg-salzland.de.
Die Fieberambulanz im Hausarztteam Breiteweg 4 in Schönebeck hat ab Montag, den 26. Oktober 2020, nun montags, dienstags und auch donnerstags am Nachmittag geöffnet. Folgende Öffnungszeiten gelten: Montag bis Freitag von 8 bis 10 Uhr sowie Montag, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr. Ebenso geöffnet hat die Fieberambulanz am Sonntag, den 25. Oktober 2020 von 8 bis 11.30 Uhr für Patienten mit Termin, welcher ausschließlich online unter www.hausarztteam-schönebeck.de/online-termin vereinbart werden kann. Am Montag, den 2. November, bietet die CDU-Stadtkreisfraktion Schönebeck eine öffentliche Bürgersprechstunde in den Räumlichkeiten des CDU-Büros Markt 15 in Schönebeck an. Von 17 bis 18.30 Uhr haben die Einwohner der Stadt die Möglichkeit, ihre Anliegen oder Fragen an die CDU-Stadträte heranzutragen. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um Voranmeldung unter 0170 20 110 65 oder wird unter der E-Mail-Adresse cdu-sbk@gmail gebeten. Am Montag, den 12. Oktober 2020, beginnen in Schönebeck die Arbeiten zur umfangreichen Sanierung der Ortsdurchfahrt im Zuge der Landstraße 51. Damit setzen wir eines der größten Vorhaben in der Elbestadt planmäßig fort, erklärte Sachsen-Anhalts-Verkehrsminister Thomas Wehbel vor Beginn der Baumaßnahme. Das Land investiert rund 1 Million Euro in das gemeinschaftliche Vorhaben mit der Stadt. Neben der Ertüchtigung der Magdeburger Straße werden auch Bushaltestellen und die Entwässerungsanlagen erneuert. Von Montag an bis Ende dieses Jahres wird zunächst der Kreisverkehr am Knoten Wilhelm-Dümling-Straße am Stremskram saniert. Auch die Bushaltestellen für rund 100.000 Euro in dem sich anschließenden gut 1 Kilometer langen Bauabschnitt stadteinwärts sollen noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Erst im nächsten Frühjahr steht die Fahrbahnerneuerung der freien Strecke bis zur Kreuzung mit der Welsleber- und Hohendorfer Straße auf dem Programm. Während der Erneuerung des Kreisverkehrs ist mit Einschränkungen zu rechnen. Es wird um Beachtung gebeten. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, kommt es zu einer Gesamtsperrung des Verkehrs in der Steinstraße in Schönebeck. Die Verkehrssicherungsmaßnahmen werden am 19. November 2020 von 7 bis 11 Uhr vorgenommen. Grund hierfür ist die Bereitstellung einer Betonpumpe für die dortigen Baumaßnahmen am Gebäude Ecke Bodengasse. Es wird um Beachtung, Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme gebeten. Die erste Frist für die Landratswahl im kommenden Jahr ist voraussichtlich der 28. Dezember 2020. An diesem Tag um 18 Uhr müssen alle Bewerber auf das Amt des Landrates im Salzlandkreis ihre Unterlagen eingereicht haben. Das haben die Mitglieder des Kreisausschusses bei einer Versammlung in Bernburg am Mittwoch beschlossen. Die Wahl für den Landrat findet am 24. Januar 2021 statt. Am 7. Dezember 2020 findet der Tag des Ehrenamtes statt. Anlässlich dessen ehrt die Stadt Schönebeck mit dem Stadtseniorenrat ehrenamtliche Bürger, die sich für ältere und behinderte Bürger einsetzten. Vereine, Verbände und Privatpersonen können sich bis zum 31. Oktober 2020 mit einem begründeten Vorschlag beim Sachgebiet Bildung und Soziales am Markt 1 in Schönebeck melden. Die Ehrung wird durch den Oberbürgermeister und den Stadtseniorenrat am 7. Dezember um 15 Uhr auf Einladung stattfinden. Die Nachrichten wurden dir präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Du suchst eine Wohnung? Das Team Junges Wohnen ist dein Ansprechpartner für die erste eigene Wohnung. Telefon 786 456. Dies war der erste Teil des Regionalmagazins hier im Elbe-Kanal. Nach einer kurzen Werbepause geht es gleich weiter mit der Kampagne Hashtag Modern Denken. Bleiben Sie dran! Qualität, die sich bewährt. Die Fleischerei Bernau aus Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Unsere aktuellen Angebote: Kotelett mit Knochen, 100 Gramm zu 80 Cent. Kotelett ohne Knochen, 100 Gramm zu 85 Cent. Kraftfleisch, 100 Gramm zu 1,10 Euro. Und Hausmacher-Leberwurst, 100 Gramm zu 80 Cent. Aufgepasst, bei uns ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Und für einen noch bequemeren Einkauf können Sie bei uns ab sofort mit Ihrer EC-Karte zahlen. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Rumbi, Güsten, Förderstedt oder Staßfurt. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Bernau aus Schönebeck.
Auch wenn es noch nicht so aussieht, aber bald ist Weihnachtszeit und die aktuellen Neuheiten von Formano, Villeroy & Boch, Hutschenreuther und Göbel sind eingetroffen. Schöne Figuren zum Verschenken. Auch Sammlerstücke wie die Jahresglocken von Hutschenreuther sowie die Jahresengel von Göbel lassen jedes Herz höher schlagen. Eine große Auswahl weihnachtlicher Kerzen, Servietten und Tassen für eine festliche Tafel runden unsere Angebotspalette ab. Unser Service für Sie? Kostenlose und liebevolle Verpackung Ihrer Geschenke. Besuchen Sie uns und lassen Sie sich von unserer weihnachtlichen Dekoration und den vielen Weihnachtsartikeln verzaubern. Kilz, Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schönebeck. Wie atme ich während der Geburt richtig und was ist eigentlich das Wochenbett? Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhalten Schwangere während des Geburtsvorbereitungskurses. Als Alternative zum Kurs vor Ort bietet die BKK VBU mit WIMAM nun auch einen Online-Kurs mit Beratung durch Hebammen und Fachärzte. Gerne beantworten wir Ihre Fragen telefonisch unter 0391 50 64 93 90 oder zu den Gesprächszeiten der Beratungstage in Schönebeck. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Die Fleischerei Brinkmann in Alt-Frohse begeistert seit vielen Jahren mit Qualität und Expertise. In der Fleisch- und Wursttheke finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten. Der Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und ein wahrer Genuss für große und kleine Anlässe. Genießen Sie in der gemütlichen Imbissecke frisch vor Ort zubereitete Sojanka oder ein saftiges Schnitzel. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann. Weil es nicht Wurscht ist, wo man Wurst isst. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Installationsprobleme oder ein Virus zerstört Ihre Festplatte? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel. Ab sofort in der Republikstraße 35 in Schönebeck. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBB-TV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBB-TV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD. Sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm.
Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Es ist Montag, der 26. Oktober 2020 und ich begrüße Sie sehr herzlich zurück zum Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal. Das Land Sachsen-Anhalt hat die Kampagne Hashtag Modern Denken ins Leben gerufen, um auf das moderne Gedankengut in diesem Land aufmerksam zu machen. Heute stellen wir Ihnen das innovative Start-up-Unternehmen 3DQR vor.3DQR ist ein unglaublich toller Arbeitsplatz, weil man sich hier, man bekommt die Möglichkeit, sich zu entfalten und Teil von Innovationen zu sein und auch Teil von der Zukunft zu sein. Versteckt im Herzen Magdeburgs befindet sich eine der modernsten Firmen Sachsen-Anhalts, die 3DQR GmbH. Ich heiße Pauline Hollert und ich arbeite als Projektmanagerin bei 3DQR. Augmented Reality ist vielseitig einsetzbar. Doch 3DQR spezialisiert sich auf Bildung, Wartung und Service sowie Vertrieb und Marketing. Den Wartungsstand einer Maschine direkt auf dem Gerät erkennen und mit Echtzeitdaten ablesen. Bildung und Schulungsinhalte attraktiver und verständlicher gestalten mit Lehrbüchern, die 3D-Visualisierungen beinhalten. Messen neu erfinden, indem Sie große Maschinen ganz einfach mitnehmen können. Die patentierte Lösung von 3DQR macht es möglich, nicht transportable Maschinen oder Fahrzeuge in ein 3D-Modell umzuwandeln und mit einem QR-Code zu vereinigen. Die Kunden erhalten demnach eine schnelle und übersichtliche Lösung und erfahren neue Wege der Präsentation. VR und AR wird meistens tatsächlich zusammengesehen. Dabei ist das Interessante an AR, dass man Informationen über die reale Welt packt. Unser Vorteil ist, dass wir eine patentierte Technologie aufweisen. Das heißt, wir verbinden die Technologie der QR-Codes mit 3D-Visualisierung und machen daraus AR. Und der Vorteil ist, dass QR-Codes, es gibt unendlich viele QR-Codes. Die Leute wissen sofort, was sie eigentlich mit den QR-Codes machen müssen. Man muss es einfach scannen, kann die überall platzieren und dann hat man sein 3D-Modell in der realen Welt. Der Gründer und Geschäftsführer Daniel Andersson, ein gebürtiger Magdeburger, hat mit simpler Technologie und einem unausschöpfbaren Potenzial an QR-Codes den Grundstein für ein erfolgreiches System gelegt, welche der Modernisierung und Digitalisierung um Längen voraus ist. Somit ist dies nur der Anfang von etwas ganz Großem. Also ich glaube ganz fest an 3DQR und unsere Technologie und ich bin mir sicher, dass unser Unternehmen in 5 bis 10 Jahren zu einem der größten AR-Unternehmen weltweit zählen wird. Ja, und daher macht es mich stolz, dass so ein junges, innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen Sachsen-Anhalt und die Stadt Magdeburg vorantreibt. 3DQR, AR that simply works. Wir denken modern. Von innovativer Technik gehen wir jetzt über zu idyllischer Natur. Genießen Sie die herbstlichen Eindrücke aus Schönebeck und Umgebung. Thank you.
Für Schönebeck steht eine bedeutsame Aktionswoche gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus an. Wir kündigen nun die Eröffnungsveranstaltung und zahlreiche weitere Events aus Schönebeck und Umgebung in unseren Veranstaltungstipps an. Am 30. Oktober um 19 Uhr erwartet Sie eine besondere Führung im Ringheiligtum, und zwar im Mondschein. Während der Führung steigt der Mond über der heiligen Stätte auf und erfüllt das Ringheiligtum mit seinem faszinierenden Glanz. Auch zu diesem Anlass sollten Sie zur eigenen Sicherheit Taschenlampen mitbringen. Der Kostenbeitrag pro Person beträgt 3,50 Euro. Aufgrund der Hygienebestimmungen wird um Voranmeldung gebeten. Anmeldungen und Fragen entweder telefonisch unter 03471 68 41 32 6 oder an kultur@kreis-slk.de. Eine Halloween-Lesung am Samstag, den 31. Oktober 2020 im Soleturm von 19 bis 21 Uhr soll erwachsenen Gruselfans ein schauriges Erlebnis bieten. Beate Hieber, Entspannungspädagogin aus Magdeburg, erzählt mit ihrer nuancenreichen Stimme die Geschichte von Edgar A. Poe, die schwarze Katze. Die Zuhörer dürfen sich bei schummrigem Licht und einem Glas Glühwein gruseln, wobei eine anschließende nächtliche Besteigung des Gradierwerkes die erhitzten Gemüter wieder abkühlen soll. Treffpunkt für das Gruselerlebnis ist der Garteneingang am Hexenhügel. Die Karten kosten 15 Euro und sollten rechtzeitig reserviert werden unter 03928 70 55 55 oder tourist-info@solepark.de. Gruseln zu Halloween. Mit Taschenlampen und in Kostümen geht es zu Halloween durch das Ringheiligtum. Am 31. Oktober treffen um 17 Uhr zwei Welten aufeinander. Schleichen vielleicht Kreaturen aus vergangenen Tagen durch die Dunkelheit der heiligen Stätte oder treten besondere Erscheinungen der Nacht hervor? Für Kinder in Kostümen ist der Eintritt frei, sonst beträgt der Kostenbeitrag 3,50 Euro. Aufgrund der Hygienebestimmungen sind Voranmeldungen bis zum 30. Oktober 10 Uhr erforderlich. Anmeldungen und Fragen sind unter kultur@kreis-slk.de oder 03471 684 1326 möglich. Die Anmeldung per E-Mail wird bevorzugt. Der Startschuss für die jüdische Woche ist gegeben. Am 5. November 2020 von 14 bis 15.30 Uhr ist die Eröffnungsveranstaltung im Salzlandmuseum. Den Anfang macht Frau Petra Koch, die Leiterin des Salzlandmuseums in Schönebeck, und gefolgt von Grußworten von Landrat Markus Bauer sowie Oberbürgermeister Bert Knoblauch. Neben musikalischen Darbietungen durch Schüler und Schülerinnen der Kreismusikschule Bella Bartok unter der Leitung von Frau Sandra Preuß gibt es ebenfalls Fachvorträge über die Erscheinungsformen und Gefahrenpotenzial von Rechtsextremismus in Deutschland heute von Daniel Grunow. Aufgrund der geltenden Hygieneregeln wird von einer öffentlichen Veranstaltung Abstand genommen und die gesamte Veranstaltung über einen Livestream zur Verfügung gestellt. Den Livestream finden Sie unter der Webseite www.salzlandkreis.de. Zum 10-jährigen Jubiläum veranstaltet die NABU-Ortsgruppe aus Schönebeck ein Treffen, bei der über die Historie und Bedeutung des Kleinods am Rande der Stadt Schönebeck gesprochen wird. Bei dem Treffen soll auch aufmerksam gemacht werden, welchen Nutzen Hecken für den Siedlungsraum haben, und gemeinsam wird mit den Besuchern eine Hecke angelegt. Dazu wird am Samstag, den 7. November 2020 um 10 Uhr in der NABU-Nachtigallen-Oase in der Chausseestraße in Schönebeck eingeladen. Weitere Informationen finden Sie unter der Webseite www.nabu-schönebeck.de. Die drei Künstlerinnen Gabi Prüter, Sabine Schirmer und Heike Vollmer eröffnen am 7.11.2020 um 17 Uhr nicht nur ihre Ausstellung Fäden kreuz und quer zum Thema Stickereien im soziokulturellen Zentrum Treff, sondern sie bieten für interessierte Handarbeitsfreunde auch einen Workshop zum Thema gezählte Stickerei Bagello Florentina Stickerei an. Der Workshop findet am 7.11.2020 in der Zeit vom 11 bis 14 Uhr im soziokulturellen Zentrum Treff statt und kostet 15 Euro pro Person. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage und begrenzter Teilnehmerzahlen wird um eine Voranmeldung unter info@skztreff.de oder den Telefonnummern 01525
34 00 34 0 oder 03928 67 52 2 gebeten. Zu guter Letzt möchten wir Ihnen unsere Wettervorschau nicht vorenthalten. Die kommenden 3 Tage können wir mit typischem Herbstwetter rechnen. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Nach einem herbstlichen Wochenende begrüßen wir Sie recht herzlich zur Wettervorschau der kommenden 3 Tage. Ähnlich zum Wochenstart versteckt sich am Dienstag die Sonne hinter einem bedeckten Himmel. So werden Temperaturen zwischen 7 und maximal 13 Grad erreicht. Tagsüber kann es zu stürmischen Böen kommen. Am Mittwoch bleibt der Himmel ebenfalls bedeckt. Das Thermometer klettert von 9 auf 15 Grad. Es bleibt weiterhin windig. Der Donnerstag verspricht uns etwas Sonnenschein, bei 8 bis 13 Grad. Trotz 6 Sonnenstunden stürmt es den ganzen Tag über. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Mit diesen Aussichten verabschiede ich Sie in den Abend. Wir freuen uns, dass Sie eingeschaltet haben und wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start in die Woche. Das war das Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal mit Hanna Hartmann.